Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir haben heute noch dran gearbeitet und ich hatte jetzt auch noch ganz kurzfristig einen Post gemacht und ich sehe jetzt die Frauke, die habe ich vorher noch getaggt. Hast du deswegen jetzt reingeguckt? Ganz spontan? Nee, okay. Ich habe vorher einfach noch schnell einen Post gemacht, weil wir haben tatsächlich, verändert sich ja alles stündlich quasi und insofern haben wir auch so, ich sag mal, unser Thema so ein bisschen angepasst. Also nicht nur, wie arbeitet man remote zusammen, sondern auch, wie integriert man das jetzt in die Familie. Das war bei uns heute ein Thema. Also wir werden sozusagen ganz, ganz aktuell und ich sage jetzt mal richtig hands-on berichten. Aber wir starten natürlich mit dem, ich sage jetzt mal erstmal so ein bisschen den Fakten und den vielen Infos. Aber bevor wir loslegen, stellen wir uns jetzt mal vor. Und zwar, ich bin die Sabrina. Wir haben hier das Design Spin Studio, also alles hinter mir und da unten waren ursprünglich mal eine Designagentur. Ich sag mal, waren ursprünglich. Wir sind es natürlich noch ein bisschen, aber wir haben vor 2 Jahren mit der Transformation angefangen zu einer Innovationsagentur und wir helfen halt den Kunden, Innovationen, Produktinnovationen oder Business-Innovationen zu machen und nutzen dafür den Design Sprint. Das ist eigentlich so unser Hauptthema und das machen wir auch remote. Wir haben 2018 schon den ersten Remote gemacht, machen das auch immer wieder, haben wir das gemacht. Aber ich sag mal, die meisten wollen es natürlich schon richtig online machen, also offline. Also hier zum Beispiel, wir machen das hinter uns zum Beispiel in dem Raum, haben wir ganz viele Whiteboards. Aber jetzt ist es natürlich ein ganz hochaktuelles Thema, wo wir jetzt auch schon letzte Woche ein Design Sprint mitten im Ritt dann umgestellt haben auf Remote. Alles sehr spannend gerade und also wir finden das super und wir hoffen, dass wir viele auch anstecken können, weil es ist mega viel möglich und ja, wir werden jetzt gleich mal hören, was da so alles geht. Jetzt möchte ich gerade mal an die Katja weitergeben, aber vorher sage ich noch meine 3 Hashtags. Katja erzählt euch gleich, was es mit den Hashtags auf sich hat. Meine Hashtags heute, ich sage bewusst heute, weil das kann morgen wieder anders sein, sind Design Sprint, neue Möglichkeiten und Family Neudenken. Und jetzt gebe ich ab an die Katja. Audio jetzt. Ja, hallo. Ich freue mich unheimlich. Wir haben jetzt schon hier 31 Teilnehmer drin. Super. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Coach und Trainer bei Sabrina. Jetzt seit einem knappen Jahr mit dabei. Habe angefangen klassisch mit dem Post-its kleben und da ich selber schon seit ganz, ganz vielen Jahren, also ich komme aus der IT, seit vielen Jahren remote arbeite und auch aufgrund der Situation, dass ich 4 Kinder habe, immer versucht habe, viel von zu Hause zu arbeiten, dachte ich eigentlich, dass ich mit dem Thema remote sehr fit bin, habe aber jetzt auch seit 2 Tagen hier zu Hause die Situation, wie ich meine diversen Kinder digital in die Lage versetze, am Unterricht teilzunehmen beziehungsweise überhaupt Unterricht stattfinden zu lassen. Wir haben jetzt gerade, Sabrina hat es schon gesagt, 3 Hashtags haben wir uns überlegt. Und das würde ich auch nachher alle bitten, dass wir dann nach und nach, jeder von euch darf seine 3 Hashtags nennen. Das heißt, wer mit der Kamera dabei ist, fände ich super, wenn ihr dann auch vielleicht eure 3 Hashtags, die aktuell für eure Situation stehen, dann nennen könnt. Ich lese meine mal vor. Meine 3 Hashtags sind aus der aktuellen Situation digitale Schule, Physical Distancing, erkläre ich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, weil wir hören alle immer ständig das Thema Social Distancing. Wir erleben momentan, dass eigentlich gar kein Social Distancing passiert, sondern nur ein Physical Distancing, weil wir über die neuen Medien, auch die sozialen Medien, die Möglichkeit haben, doch sogar sozial noch enger zusammenzurücken. Und wir das eben als große Chance auch sehen. Und mein 3. Hashtag ist Change beherrschen. Ja, kommt daher, dass in den letzten Tagen ja sehr, sehr viel Change war, auch bei uns. Und ich immer so die Situation habe, okay, das, was wir jetzt geplant hatten, können wir so nicht durchführen. Kurz mal durchatmen, überlegen, was möglich ist und
dann sofort in die Umsetzung zu gehen. Also ich denke, im Change Management lernen wir alle gerade sehr, sehr viel. Und deswegen eben versuche ich, den Change etwas zu beherrschen, der jetzt gerade um mich herum stattfindet. Ich würde dann einfach mal direkt weitergeben hier, so wie ich die Bilder sehe, würde ich an den Christian weitergeben. Und Christian, wenn du uns dann deine drei Hashtags gesagt hast, dann darfst du an den nächsten weitergeben, den du siehst hier. Und kurze Info noch dazu, einfach nur die drei Hashtags sagen, also Name, drei Hashtags und dann weitergeben an den Nächsten, der auch die Kamera anhat. Und die, die die Kamera jetzt nicht anhaben, gern aber ihren Hashtag sagen wollen, schaltet es einfach an oder umgedreht. Die, die es nicht sagen wollen, die schalten die Kamera einfach kurz aus. Danke. Hi, ich bin Christian. Und meine drei Hashtags ganz spontan sind Solidarität, Zoom und digitale Nähe. Darfst du jetzt den Nächsten aussuchen, wo du siehst, dass er denn, dass jemand die Kamera anhat, einfach den Nächsten aufrufen, Christian. Marga ist die Nächste neben mir. Hi, ich bin Marga. Meine drei Hashtags sind Future Skills for Business, Take Care und in jeder Krise stecken Chancen. Ich sehe als Nächstes die Doro. Doro, du musst dein Mikro noch anschalten. Genau, ich bin die Doro von Roots und meine Hashtags sind kooperativ bleiben, Agilität üben und Ressourcen nutzen. Super, danke schön. Und wen hast du als Nächstes? Die Frauke. Hallo, ich bin Hashtag Nummer 1, Lieferservice. Virtual Coffee Break. Sehr nettes Ritual. In den letzten Tagen hat sich das schon bewährt. Und Hashtag Solo-Isolation. Ich habe keine Kinder um mich drum herum. Ich bin dafür mit mir alleine. Ich weiß noch nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, ein Vorteil. Aber ich bin ja auch vorbelastet. Okay, an wen gibst du weiter? Ich habe jetzt ja zwischendurch was verpasst. Also neben mir ist jetzt, ich sehe die Marga als Nächste, aber vielleicht war sie schon dran. Ja, die war schon dran. Dann habe ich Christian oder Markus. Markus, dann bist du dran. Markus Leer würde ich als Nächsten sehen. Das bin ich. Ich bin Markus. Meine drei Hashtags sind Generalist, interessiert an vielen und suche die Möglichkeiten in der Krise. Ich hätte jetzt als Nächsten, glaube ich, den Rolf, wenn ich mich nicht vergucke. Okay, meine drei Hashtags. Also ich bin der Rolf Schulz aus Frankfurt und meine drei Hashtags sind Digital Product Design, UX Research und UI Design. Und der Nächste, tja, wer ist der Nächste? Elisabeth Lemming. Hi. Hier ist Ellie. Meine drei Hashtags sind Virtual Facilitation, Virtual Guiding Principles und Virtual Collaboration Rules, weil ich gerade dabei bin, einen virtuellen Workshop zu konzipieren. So, die nächste in der Liste ist Anna. Wir sind im gleichen Team. Hallo, hier ist Anna. Genau, dann nehme ich doch mal andere Hashtags. Ich würde sagen Hashtag Stay at Home Baby. Zweiter Hashtag Virtual Buddies und dritter Hashtag Keep Calm and Go Virtual. Ach so, neben mir kommt dann als Nächstes, lasst mich mal gucken, der Peter. Das bin dann ich wahrscheinlich. Genau, mein Name ist Peter, ich bin in Köln live und meine drei Hashtags sind Oberwasser haben, Wheel of Progress und VUCA live. Und als Nächstes hätten wir... Aber wirklich. Ja, echt und in Farbe. Nikolai, ja. Wie wird's mit dir? Hallo, ja, ich bin aus Stuttgart dazu geschaltet und freue mich dabei zu sein. Und meine drei Hashtags sind Remote Assistance, Werte neu finden und Kevin allein zu Hause.
Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem starten. Es tut mir echt leid. Ihr könnt ja eure Hashtags einfach jetzt in den Chat reinstellen, weil ich glaube, sonst es kommen immer mehr dazu. Ich glaube, sonst werden wir nicht fertig. Tut mir leid. Stellt sie in den Chat mit rein, hier in den Zoom-Chat. Das findet ihr unten, das Zeichen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Workshop und ich teile jetzt auch den Screen mit euch und starte mit der Bildschirmübertragung jetzt. So. Und in der Remote-Welt, oder ich sag mal so, wenn wir jetzt solche größeren Sessions haben, dann machen wir das immer so, wenn wir eine Bestätigung wollen. Also zum Beispiel, seht ihr meinen Bildschirm? Dann antwortet jeder mit einem Handzeichen, also einfach Daumen hoch. Seht ihr meinen Bildschirm? Danke. Okay, also wir fangen jetzt mal an mit tief einatmen. Das muss man einfach ab und zu mal machen, weil natürlich, wir sind hier alles nicht perfekt. Man ist natürlich immer ein bisschen aufgeregt, bin ich auch immer. Und ich denke mal, das ist ganz gut, wenn man einfach mal so ganz bewusst so einen Break macht. Was ich euch noch sagen möchte, wir nehmen die Session auf, dass es nachher jeder, der jetzt nicht dabei sein kann, das aber haben möchte, sich das anschauen kann. Also wer jetzt nicht da drin auftauchen möchte, soll einfach nur die Kamera ausschalten. Ihr bekommt auch das ganze Mural, was ihr jetzt hier seht. Ich zoome mal raus, dann seht ihr das. Wir haben mir verschiedene Sachen aufgeschrieben, auch einige Links. Ihr bekommt das alles im Anschluss als PDF. Das heißt, ihr müsst jetzt auch nicht mitschreiben und so weiter. Und wir freuen uns über Fragen. Das heißt, schreibt gerne in den Chat jetzt eure Fragen rein oder auch hinterher. Das Programm geht jetzt ungefähr 30 Minuten. Im Anschluss beantworten wir dann Fragen. Ihr könnt entweder das einfach nur aufschreiben oder ihr könnt auch direkt was dazu sagen. Wir haben dann auch noch extra, das ist jetzt ganz spontan gewesen, 30 Minuten im Anschluss zusätzlich im Mural ein bisschen rumzuspielen. Also wer da noch Lust und Zeit hat, kann einfach drinbleiben und kann ein bisschen mit dem Mural spielen. Die drei Hashtags hatten wir schon. Ja, dann gehen wir jetzt direkt mal los zu eines, ich sage mal, unser Hauptmotto, getting started is more important than being right. Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Das ist ein Statement von Jay Knapp aus dem Sprint-Buch. Vielleicht haben es auch andere schon gesagt. Auf jeden Fall steht es da drin und war eigentlich sehr häufig stellvertretend natürlich für den Design Sprint, einfach mal loszulegen, nicht alles perfekt zu machen, aber wir haben wahnsinnig viel davon gelernt. Mal grundsätzlich dein digitales Team. Also wir haben das Ganze jetzt ein bisschen aus der Sicht eines Teams gemacht. Wir hatten letzte Woche schon mal ein Webinar, da hatten wir zwei verschiedene Sichtweisen. Das war einfach viel zu viel. Wir konzentrieren uns heute auf die Sicht quasi, wir sind ein Team, wir können nicht mehr zusammenarbeiten wie normal, sondern wir sind jetzt verstreut, wir sind jetzt verteilt, jeder zu Hause. Wie können wir denn weiter zusammenarbeiten? Und was so ein bisschen, ich sag mal, so ein Leitbild dafür wäre, was wir sehen, das ganz wichtig ist, wir brauchen Vertrauen und Offenheit. Vertrauen deswegen, dass man sich halt auch öffnet und sagt, okay, sorry, habe ich jetzt nicht verstanden oder ich habe Schwierigkeiten mit diesem Tool. Also nicht so, ja, alles perfekt und nachher hat man trotzdem Probleme und tut nur so, wie wenn alles funktioniert, aber man ist da nicht dabei. Also das ist ganz wichtig, dass man so eine Vertrautheit hat und auch offen ist. Technik und Tools sind natürlich wichtig und auch da geht es darum, stellen wir verschiedene Sachen vor und da könnt ihr auch nachher Fragen stellen. Das ist natürlich wichtig, dass man sich da auf Dinge einigt, aber ich sage mal, ganz viel, viel wichtiger ist tatsächlich, dass man offen ist und miteinander arbeiten möchte. Methoden und Moderation ist auch wichtig, weil natürlich, wenn ich jetzt online bin, funktionieren manche Sachen ein bisschen anders, vor allem in der Kollaboration oder in der Zusammenarbeit. Und da ist doch wichtig, dass man so ein bisschen auch jemand hat oder es ist gut, jemand zu haben, der so den Hut auf hat und einfach sagt, okay, jetzt kommt das Nächste, weil man kann sich dann schon auch ein bisschen verzetteln. So, wir starten mal mit dem Thema Kommunikation. Also wir haben uns so fünf Bereiche mal das eingeteilt und wir fangen mit dem Thema Kommunikation in Realtime an. Miteinander online sein. Da seht ihr jetzt hier ein GIF von unserem Meetup am Montag. Das war echt
mega klasse, wo eigentlich so klar wurde, was Physical Distancing, eigentlich der Unterschied zwischen dem und Social Distancing, was halt immer so propagiert wird, ist. Das war richtig klasse, alle zusammen. Und das heißt, man kann richtig durch dieses Visuelle doch sehr stark miteinander in Kontakt treten, neu oder auch die Bindung vertiefen und erhalten. So, Themen sind zum Beispiel hier, was uns in der letzten Zeit eben so an Fragen aufgetaucht sind oder was wir selber machen, das Setup. Also das heißt, wenn wir jetzt, es ist wichtig, dass zum Beispiel einer sich auch so ein bisschen um die Technik kümmert, dass einer verantwortlich ist, den man dann fragen kann oder der sich ein bisschen kümmert. Trinken, ja, also Snacks brauche ich jetzt heute nicht, wir haben erst Mittag gegessen, aber trinken ist ganz wichtig, dass man sich das vorher hinstellt. Also wer jetzt noch nichts zu trinken hat, vielleicht holt er sich noch schnell was. Es ist auch wichtig, dass man einen ruhigen Ort hat, möglichst auch ja, einen einigermaßen ruhigen Hintergrund hilft auch. Es gibt die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich kann aber von hier nicht, ganz schwierig. Ja, es gibt die Möglichkeit, über Zoom zum Beispiel einen virtuellen Hintergrund einzurichten. Oder ich kann zum Beispiel bei, wo war das nochmal? Ich glaube, bei Google Meets kann ich, nee, bei Skype ist das, kann ich den Hintergrund blurren, also so unscharf machen. Also da gibt es auch digitale Möglichkeiten. Wichtig ist auch das Team. Man ist ja oft, hat man ja so ein Kernteam und ein erweitertes Team oder es gibt Teams, wo es so verschiedene Gruppen gibt, die unterschiedliche Themen bearbeiten. Wichtig ist, dass die richtigen Personen in dem Meeting drin sind, in einem Meeting oder in einem Workshop drin sind. Und lieber, ich habe eine Person weniger als eine zu viel. Also lieber wirklich nur die, die tatsächlich dazugehören, als dass dann jemand dabei ist und denkt, ach, was soll ich hier eigentlich? Und die Personen sollen sich tatsächlich die Zeit nehmen und die Zeit haben, also das heißt auch wirklich bewusst, weil lieber man macht das Ganze ein bisschen kürzer und sagt, okay, und die Stunde, die nutzen wir jetzt effektiv. Und alle, ja, und dann kommt das Thema mit dem Fokus. In der Online-Zeit sollte man möglichst keine Ablenkung verwenden. Also wenn wir zum Beispiel Workshops machen, dann geht es da wirklich zack auf zack. Dann haben wir mal Einheiten mit 2 Minuten, wo man was auswählen muss oder jeder hat 1 Minute, um irgendwas zu sagen oder es gibt mal eine Übung mit 5 Minuten. Und da kann man nicht noch nebenher irgendwie WhatsApp machen oder E-Mails checken. Also ich denke, das ist auch wirklich aus Respekt für den anderen gegenüber. Und deswegen lieber, man macht die Meetings kürzer mit weniger Personen, aber dafür ist jeder konzentriert dabei. Was auch gut funktioniert, sind Breakout Rooms. Bei Zoom, also gerade hier könnte ich zum Beispiel sagen, naja, wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viele Leute wir jetzt hier drin haben, das sehe ich nicht, aber wir haben jetzt, nehmen wir mal 50 Leute an, dann können wir natürlich nicht alle irgendwelche bestimmten Aufgaben lösen. Aber ich kann sagen, ich mache jetzt 10 Gruppen, 5 Personen und dann habe ich diese Rooms, dann sage ich, okay, jetzt sind wir 10 Minuten in diesen Räumen, dann sind 5 Leute dort, arbeiten irgendwas zusammen oder besprechen was, kommen dann irgendwie auf eine beschließen etwas, kommen dann wieder zurück und dann ist jeweils einer von diesem Team, erzählt dann so, wir haben das und das erarbeitet. Ja, und so ein Kaffee zwischendurch ist auch super, danke. So, dann Kernzeiten verabreden ist auch, denke ich, ganz sinnvoll. Also, dass man zum Beispiel sagt, naja, also wir, klar, jetzt arbeitet jeder von zu Hause aus, dass man zumindest sagt, okay, zwischen 11 und 3 ist so eine Kernzeit. Da sollte jeder die Möglichkeit haben, dass man da in der Zeit Meetings macht. Dass man jetzt nicht unbedingt morgens um 8, wenn vielleicht dann der eine die Kinder gerade irgendwie Frühstück machen muss oder abends, wo dann vielleicht die schon wieder, ich sag mal, die kleinen Kinder dann vielleicht genervt sind und was machen wollen, sondern dass man auch so Kernzeiten verabredet. Das hilft auch sehr. Dann Meetings, da ist auch eben wichtig, die beteiligten Personen, also dass es nur die eben dabei sein sollen, die auch wirklich was dazu mit dem Meeting was anfangen können. Das heißt, die dann auch tatsächlich was sagen können oder die mit der Information oder mit dem, was besprochen wird, auch dann wiederum was machen. Aufzeichnung, wenn notwendig.
Da kommen wir nachher dazu, zu dem Thema Organisation. Es ist oft notwendig, wir haben das sehr häufig, dass dann Besprechungen, wenn jemand früher gehen muss oder gar nicht dabei sein kann, dass es aufgezeichnet wird, dann hat man selber auch die Verantwortung, das nochmal anzuschauen und man hat dann auch dieses Know-how und kann dann wiederum weiterarbeiten. Das heißt, es hilft dann auch ganz oft, dass dann jemand nachvollziehen kann, wie ist diese Entscheidung überhaupt zustande gekommen. Aber eben nur, wenn notwendig. Weil wenn jetzt alle da sind und man schreibt Notizen und so weiter, dann ist vielleicht auch besser, man macht es nicht. Man sollte nicht unnötig Daten produzieren und auch fühlt man sich vielleicht wohler, wenn man nicht aufgezeichnet wird. Ja, wenn man jetzt weiß, okay, die Kamera läuft, ich muss jetzt gerade sitzen, dann ist die Anspannung auch größer. Wir empfehlen, statt einem Meeting, also einem ganz normalen Meeting, wo halt jeder irgendwie was sagt, einen konstruktiven, zum Beispiel Entscheidungsworkshop zu machen. Das heißt, wo man dann wirklich kollaboriert, wo man einfach, jeder schreibt seine Sachen auf, es wird abgestimmt und man kommt sehr schnell von irgendeiner Problemstellung zu einer Entscheidung. Und das funktioniert in der Regel zwischen, je nachdem, wie gut die Teams eingespielt sind, zwischen einer Stunde und 90 Minuten. Machen wir häufig. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ganz kurz hier noch was zu den Tools. Wir verwenden jetzt hier Zoom. Wir haben uns dafür auch entschieden, das zu nutzen für jetzt zum Beispiel dieses Webinar. Es ist eigentlich kein echtes Webinar, weil Webinare sind ja normalerweise nur, da würdet ihr jetzt nur mich sehen. Ihr würdet euch jetzt nicht gegenseitig sehen. Wir finden aber, dass das ein bisschen, wie soll ich sagen, offener wirkt und man ist da mehr so miteinander, man sieht sich gegenseitig und das, finde ich, bringt viel mehr Emotionalität rein. Und es soll ja auch nicht so ein, ich erzähle euch was und das habt ihr jetzt, sondern wir wollen ja auch kommunizieren, wir wollen ja auch gern Feedback haben, weil, wie gesagt, von letzter Woche zu dieser Woche hat sich einiges geändert, auch bei uns inhaltlich, wo wir gesagt haben, oh, das ist für die einen nicht interessant, aber vielleicht das andere. Und wir haben selber viel gelernt und ich denke mal, wir lernen von euch auch. Das heißt, die Fragen, die dann kommen, das Feedback, das kommt, arbeiten wir dann wieder ein für nächste Woche, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt noch nichts geplant, aber wir werden bestimmt was machen. Also Zoom funktioniert super. Google Meet hat ja jetzt die Anzahl der Personen vergrößert auf 250 wegen der Corona-Krise. Man darf jetzt auch aufzeichnen und streamen, was vorher nicht ging, also für die kleinen Versionen. Das ist ganz toll, aber für uns ist es komfortabler, einfach vom Setup das Zoom zu nehmen. Es gibt natürlich auch Skype. Für viele Länder, wo Skype, Zoom oder Google nicht funktioniert, funktioniert meistens WebEx. Es gibt dann auch noch GoToMeeting. So, also das wäre jetzt einfach mal so kurz die Tools, wenn ihr da, wie gesagt, wir haben dann auch Links dazu, das könnt ihr euch dann auch angucken oder ihr könnt uns nochmal fragen. Thema Kommunikation online, offline. Ich habe ja schon gesagt, versucht die Kommunikation, also wirklich dieses Online-Sein so kurz wie möglich zu halten und dafür dann aber Kommunikationskanäle zu entwickeln. Also wir haben zum Beispiel hier verwenden wir Slack. Da seht ihr jetzt hier einfach einen Screenshot von einem Slack, wo wir mit einem anderen Team zusammen was geplant haben und dann haben wir einfach einen Slack-Channel eröffnet. Da gab es dann entweder verschiedene Teams, die sich um bestimmte Dinge gekümmert haben, verschiedene Channels und so und da kann man sich dann einfach organisieren. Da waren wir, keine Ahnung, ich glaube zu 8 oder so und da haben wir uns einfach kurz diesen Slack-Channel aufgesetzt, nur für dieses eine Projekt, haben uns dort einfach sortiert und dann immer miteinander kommuniziert. Und das geht eben offline. Das heißt, ich kann vorher, währenddessen und nachher noch kommunizieren und das hilft wirklich sehr, weil ich dann zum Beispiel schon mal. Also der Icebreaker ist jetzt eher für, wenn man halt dann startet, aber ich kann zum Beispiel Erwartungen managen. Das heißt, wir können da auch schon mal reinhören, was erwartet ihr eigentlich jetzt von diesem Meeting oder Workshop oder was auch immer man dann macht. Man kann das Team auch vorher schon mal vorstellen. Das heißt, oft ist es so, dass man dann ein Slack-Channel startet und sagt, jetzt jeder kann jetzt mal von sich ein Foto machen, entweder mit seinem Lieblings Teil auf dem Schreibtisch oder macht ein Foto von irgendwas und dann macht jeder sozusagen das gleiche Foto, also das gleiche Teil, aber jeder hat es natürlich anders und schreibt einen Satz dazu. Und schon lernt man jemanden kennen von einer ganz anderen Perspektive, das ist ganz schön. Also man kann einfach da so ein bisschen emotionale Bindung aufbauen, mit so einem kleinen Bild eine Geschichte erzählen.
Wir machen das zum Beispiel auch gerne dann im Anfang von einem Workshop. Foto aus dem Fenster machen, so jetzt aktuell, bei den einen ist vielleicht Nacht, bei den anderen Sonne, bei den anderen regnet es. Das gibt dann gleich so einen Kontext zu einer Person. Wichtig ist auch, dass man einfach ein kurzes Briefing schon mal vorab in den Channels, sorry, falsch geschrieben, Channels, ich korrigiere das nachher, in den Channels einfach macht, dass man dann einen gemeinsamen Kommunikationskanal, und zwar nicht Mail, sondern wirklich hier direkt kommunizieren kann. Es ist aber auch nicht für die Ewigkeit, weil das funktioniert so, dass es halt dann immer die aktuellen Sachen unten sind und alles andere ist oben. Also so richtig, es ist jetzt nicht mega sortiert nach Themen und so weiter, sondern da muss man sich dann wieder die Channels machen. Aber es hilft einfach so vorab, währenddessen und danach. Und man kann auch so Fragenforum machen. Man kann speziell dann Channels machen, wo man sagt, okay, hier kommen die Fragen zum Content rein. Hier kommen die Fragen zum Ablauf oder so. Also man kann das super organisieren. Und es haben eben schon sehr viele, deswegen haben wir uns da jetzt auch mal drauf eingeschossen, weil eigentlich, egal mit wem man zusammenarbeitet, man kann immer schnell noch einen Slack-Channel aufsetzen. Und es ist kostenlos. Es gibt aber noch jetzt zum Thema Projektmanagement, also wenn jetzt jemand richtig ein Projekt abarbeiten muss, ist ja gut. Ich habe dann sowas wie, ich denke mal, das kennt ihr dann, Asana, Trello, Jira. Das sind dann halt wirklich so Projekttools, wo ich dann Backlog habe und dann halt einfach sage, okay, da sind jetzt meine Sachen drin, ich arbeite mich da durch, also das einfach so parallel läuft. Wir haben hier auch das Teams mit drin, Microsoft Teams, weil viele Unternehmen damit arbeiten. Es gibt auch noch Basecamp und Notion, das sind im Prinzip auch so Projekttools, also wo viele Dinge drin sind, wo auch Message, also statt Slack, dann auch noch, wo mehrere Dinge miteinander vereint. Das könnt ihr, wie gesagt, die Links sind da, das könnt ihr euch ja dann anschauen. So, dann haben wir mal so für uns 10 Regeln aufgestellt. Wir sind öfters mal gefragt worden, was ist für euch das Wichtigste hier und das Wichtigste da? Und das, was eigentlich so sich ein bisschen rauskristallisiert hat, das ist dieses, das sind jetzt diese 10 Regeln. Und zwar das Video anschalten. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich richtig mit jemand arbeite, eine Kommunikation habe oder so, schalte das Video an. Wir in Deutschland sind es nicht so gewohnt. Und wir bekommen eigentlich oder haben, ich sag mal, vorher immer oft auch Telefon-Meetings gehabt. Es ist aber wirklich wichtig und wir machen das auch nicht ohne. Eigentlich habe ich das jetzt, wir kriegen alle irgendwie rum. Man kann zum Beispiel sagen, macht es wenigstens am Anfang kurz an. Und wenn man sich dann ein bisschen daran gewöhnt hat und auch sieht, dass die anderen da sind und dass man sich angucken kann und so, dann ist es auch eigentlich ganz gut und die meisten lassen das an. Timeboxing, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich meinen Timer gerade nicht da, aber Timeboxing, ihr kennt ja die Uhr, das funktioniert hier zum Beispiel bei dem Mural auch automatisch. Also ich habe da so ein Tool integriert oder ich habe einfach eine ganz normale Uhr oder ich mache es einfach auf meinem Handy. Ganz wichtig, jeder hat zum Beispiel, Andi bringt gerade den Timer. Also so sieht zum Beispiel unser Timer aus. Ich mache jetzt mal noch, keine Ahnung, wie viel Zeit habe ich noch. Ich mache jetzt mal einfach so hier 13 Minuten. Also jeder, jetzt bin ich gerade kurz rausgekommen, sorry. Jeder zum Beispiel hat eine Minute, um jetzt zu irgendeinem Thema nochmal zu reflektieren oder irgendwas zu sagen. Und da ist schon wichtig, dass man die Zeit nimmt. Weil ihr habt das, ich meine, ich habe euch jetzt einfach unterbrochen mit den Hashtags, aber hätten wir jetzt einfach weitergemacht, ich meine, dann wären wir jetzt noch bei den Hashtags. Wir dachten jetzt nicht, dass so viele gleich auftauchen, aber man muss dann einfach schauen, wenn ich zum Beispiel, in der Regel haben wir so ungefähr 8 Leute, ist eine gute Zahl. Und wenn ihr das dann eine Minute macht und jeder überzieht und macht 2 Minuten, ja, dann habt ihr gleich schon mal 8 Minuten mehr. Und wenn ihr eine Stunde macht, dann zählt es natürlich. Also insofern, das ist ganz wichtig und auch deswegen, damit jeder die gleiche Redezeit hat. Normalerweise, es gibt ja oft in den Teams Leute, die erzählen viel, 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 viel mehr als die anderen. Und manche trauen sich vielleicht dann gar nichts mehr zu sagen am Ende, weil die Zeit nicht mehr reicht. Aber so hat dann jeder die Chance, demokratisch auch was dazu zu sagen. Die Online-Zeit verringern, hatte ich auch schon erwähnt. Also lieber das Ganze etwas komprimierter machen, dafür dann eben vorbereiten, vorher schon mal miteinander kommunizieren, vielleicht irgendwelche Sachen bereitstellen. Also einfach das gut vorbereiten und die Online-Zeit dann wirklich intensiv nutzen.
Und auch die Tools, die Vorbereitung mit Tools und Themen. Das heißt, man sollte schon auch im Vorfeld sagen, worum geht es jetzt eigentlich? Also, dass sich jeder vorbereiten kann, entweder sich irgendwo einliest oder sich einfach geistig darauf vorbereitet, auf das Thema einstimmt und dass die Tools passen. Das ist natürlich auch klar, dass man zum Beispiel sagt, ja, nehmt, was haben wir denn jetzt? Möglichst jetzt nicht lauter neue Sachen ausprobieren, sondern vielleicht eins nehmen, das man schon kennt und vielleicht ein neues dazu nehmen und vielleicht dann erst das nächste Mal noch eins neu dazu nehmen. Also, dass man sich da aber auch drauf einigt. Fokus, habe ich schon gesagt, mit dem E-Mail nebenher. Multitasking. Wir Frauen sind ja eigentlich bekannt dafür, dass wir Multitasking können. Ich dachte früher auch immer, dass ich das kann. Vielleicht konnte ich es mal. Ich kann es jetzt nicht mehr. Und ich versuche auch extrem wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt das eine. Und am besten ist es, man nimmt sich mehr als eine Stunde Zeit für etwas. Aber das heißt, wenn ich jetzt in diesem Online-Meeting bin oder in dem Workshop, dann konzentriere ich mich komplett darauf, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Design Sprint nehme, wenn wir einen Design Sprint machen und jeder macht halt dann noch, was weiß ich, macht schnell seine Post-its und macht dann was anderes, dann ist das Ergebnis einfach nicht so gut. Das muss man ganz klar sagen. Und das würde ich jetzt auch für alle anderen Meetings so unterschreiben. Das Ergebnis, wenn nicht jeder einfach komplett mit dem Kopf da ist, ist das Ergebnis nachher nicht so gut. Inhalte visualisieren ist extrem hilfreich. Das, zu dem kommen wir auch noch. Und dieses Tool, das wir hier nutzen, das Mural, das hilft sehr, um das zu visualisieren. Das heißt, dass man zum Beispiel Sachen mitschreibt, dass man vielleicht dann einen Screenshot macht, dass man vielleicht einen Screenshot macht von den Menschen, die da drin sind, das noch reinpackt. Also einfach dieses Visualisieren hilft unheimlich, dass man sich nachher sofort wieder daran erinnert, was gesprochen wurde. Stabiles Internet. Auch extrem wichtig, also nicht aus dem Zug, nicht aus dem Auto raus irgendwelche Workshops mitmachen. Wenn jemand im Auto unterwegs ist und ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht auch schon mitgemacht und immer wieder unterbricht es, immer wieder unterbricht die Verbindung, dann sind alle völlig irritiert. Also das ist online was ganz anderes, als wenn ich jetzt so im Raum sitze und einer, was weiß ich, geht vielleicht mal kurz raus oder so. Das ist viel weniger störend, als wenn einer immer wieder unterbrochen wird. Eine ruhige Umgebung hatte ich, glaube ich, vorher schon genannt, nicht im Café. Früher war das ja echt super cool. Man arbeitet remote und man hat seinen Laptop und sitzt in einem coolen Café irgendwo und im Hintergrund die Kaffeemaschine und der Barista und so weiter. Das funktioniert bei so einem Meeting eben nicht. Bei Meeting, Workshops etc. Also sobald ich das Video eingeschalten habe, muss eine ruhige Umgebung sein. Weil es stört entweder auch die anderen oder alle, die in dem Meeting sind, werden gestört. Weil wenn ich jetzt hier hinten laute Geräusche hätte, dann hättet ihr Mühe, mich überhaupt zu verstehen. Wichtig ist auch, genügend Pausen zu machen. In der Regel machen wir nach 60 Minuten eine Pause. Wir schauen jetzt mal nachher, wie weit wir kommen, wann wir starten. Da können wir dann auch eine kleine Pause machen, dass sich jeder was zu trinken holt zum Beispiel. Weil es ist schon sehr anstrengend, das haben wir auch am Montag gemerkt. Da haben wir natürlich ein anderes Setup gehabt, da haben wir das Meetup gehabt. Wir hatten ganz mehrere Speaker und so weiter. Wir hatten ein Programm, da wollten wir keine Pause machen, damit auch niemand dann davonläuft. Aber das war sehr anstrengend. Also das haben wir dann schon gemerkt. Und ganz wichtig ist auch Spaß haben. Also wenn man zum Beispiel mal anfängt mit jetzt, muss mal gucken, habe ich das Bild? Ja, ich habe das Bild da drunter. Okay, das seht ihr ja sicher. Das bin ich. Ich mache öfters mal in Workshops zum Start so ein Icebreaker. Dann sind zwei Personen gegenüber und die zeichnen sich. Und zwar haben die nur eine Minute Zeit. Und das ist, ugly is okay. Also die können völlig egal, ob einer zeichnen kann oder nicht. Alle zeichnen. Und das ist natürlich auch sehr lustig. Und auch jemand, der vielleicht gut zeichnen kann, kann in einer Minute auch kein Kunstwerk fabrizieren. Insofern sind alle so ein bisschen gleichgestellt. Und das ist unheimlich auflockernd und alle lachen dann, wenn dann einer sagt, okay, also ich bin, das bin ich und bla bla, sagt seine Hashtags oder wie auch immer. Also das ist so, man muss auch ein bisschen Spaß haben. Man muss vielleicht auch mal zwischendurch, da gibt es auch verschiedenste Übungen und so weiter, wo man einfach sagt, okay, und ich mache jetzt einen kleinen Break und dann mache ich ein kleines Game oder so. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Also
es ist auch wichtig, dass man nicht nur stur jetzt so sein Thema abarbeitet, sondern dass man zwischendurch auch so ein bisschen das Persönliche rauskommen lässt oder einfach jeder mal, wie gesagt, sagt, wie sieht es bei euch gerade aus, lädt das Bild kurz hoch und erzählt kurz, wo er sitzt und wie viel Uhr es ist oder so irgendwas, je nachdem, in welcher Zeitzone man dann sich befindet. Genau, man kann ja mal gucken, die Alexandra hat nämlich so ganz lustige Wackelohren. Die Alexandra hat Wackelohren. Einen Filter. Ah, okay. Die Snap-Kamera, die geht immer aus Versehen an. Ja, ja, das gibt es natürlich auch, so ein Tool. Ja. Und der andere okay. ist schräg. Also okay. Von daher, es gibt durchaus das ein oder andere zu gucken. Und der Thomas in seinem Bus sieht aus, als ob er, oder vielleicht ist er nicht in seinem Bus, sieht aus, als ob er irgendwie hier in einer großen Halle sitzt. Cooles Bild. Ah, okay. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zum Thema Organisation und Vorbereitung. Also da haben wir zum Beispiel verschiedene Dinge wie, wir haben zum Beispiel den World Time Buddy genannt. Ich habe immer extremste Schwierigkeiten, wie ich glaube viele auch. Sie bekommen irgendeine Zeit genannt und zwar gibt es so viele verschiedene Zeitbenennungen auch, ob ich jetzt CET oder dann gibt es die, also es gibt einfach verschiedene Benennungen für diese Zeitzonen und ich frage mich immer, okay, und was meinen Sie jetzt damit? Ist es schon umgerechnet für mich oder ist es noch die Zeit dort? World Time Buddy ist wirklich richtig klasse. Da sieht man parallel die ganzen Zeiten, kann die Stadt eingeben und das ist wirklich toll. Also das heißt, wenn man sich jetzt vorbereitet auf zum Beispiel jetzt Zeitverschiebung, dass man einfach guckt, dass man zusammen, dass jeder jetzt nicht in der Nacht noch aufbleiben muss oder ganz früh morgens aufstehen muss, sondern dass man halt schaut, dass man so, und wenn es dann nur wenig Zeit ist, trotzdem sich dann mal trifft. Wir arbeiten zum Beispiel mit solchen Dingen wie dem Google Drive und oder auch den Google Docs etc. Es gibt ja viele Cloud-Server, mal so ganz allgemein. Dropbox wird viel verwendet. Und Loom habe ich jetzt auch mal noch genannt, weil was auch sehr hilfreich sein kann, dass man Dinge vorbereitet, also so wie ihr das jetzt seht, was ich gerade mache, dass ich zum Beispiel einfach jetzt habe ich vielleicht irgendwelche Slides, aber die sind halt oftmals, ja, nur mit Stichworten. Und dann kann ich aber mit dem Loom, werde ich dann so klein eingeklinkt und ich kann einfach kurz was dazu sprechen. Und das ist wirklich sehr hilfreich, wenn es irgendwelche Unterlagen gibt, die erklärungsbedürftig sind, dann kann ich zum Beispiel das so vorbereiten, dass ich einfach ein bisschen was erzähle dazu und es dann in eine, ja, gesammelte, auf den Server leg und das dann auch noch nummeriere und so weiter und dann kann jeder, hat immer Zugriff auf die Sachen und bei Mural kann man zum Beispiel dann auch das wiederum verlinken, das heißt, ich habe dann auch da, kann sozusagen meine ganzen Dokumente, die notwendig sind oder vielleicht, wenn es, wir machen öfters auch Research, wo wir dann halt einen Film aufnehmen oder ein Interview aufnehmen und den Link zu dem Interview, der kommt dann zum Beispiel aus Mural drauf und das Video selber ist entweder irgendwo gehostet oder er liegt zum Beispiel in so einer Google Drive dann drin. Agenda ist wichtig. Wir hatten am Montag, hat die Nicola von Daimler hat gesagt, Agenda ist alles, Agenda ist nichts. Sie macht immer eine ganz tolle Agenda und alle sind mega happy über die Agenda, und auch wenn die sich nachher 10-mal ändert. Also völlig egal, aber Hauptsache, ich hab die Agenda. Wir versuchen das schon so möglichst einzuhalten. Also gerade online, denke ich, ist es wichtig, dass man es einhält, dass man sagt, okay, dass jeder sich ein bisschen darauf einstellen kann, was jetzt kommt, wie lange es noch geht. Wichtig zum Beispiel die Pausen, habe ich schon gesagt, asynchron und synchron, also dass man offline und online Bestandteile mixt. Auch das mit dem Trinken und so weiter habe ich schon gesagt. Das steht ja einfach nochmal drin. So, und jetzt kommt noch ein Punkt, den wir sehr wichtig finden und der auch laut dem, was wir so von anderen hören, immer wichtiger wird. Und zwar ist es das Problem Framing oder einfach das Thema, dieses Problemverständnis im Vorfeld genau zu betrachten. Also vielleicht lieber nochmal da ein bisschen Zeit reinstecken und vielleicht richtig verstehen, worum geht es eigentlich, anstatt einfach so, ja, wir haben das und das Problem, dann zack, geht man rein und versucht da schnell eine Lösung zu finden. Je besser ich das Problem verstehe, umso besser sind die Lösungen. Und wenn ich vielleicht im Vorfeld schon gut verstehe, was das Problem ist, dann werde ich vielleicht
andere Leute mit reinnehmen. Ich werde vielleicht im Vorfeld noch irgendjemand befragen. Ich werde vielleicht noch irgendwelche anderen Quellen mit reinnehmen. Also das haben wir gemerkt, das ist wirklich eine Sache, was oft unterschätzt wird, weil sehr häufig irgendwelche übergeordneten Probleme genannt werden, hinter denen aber was anders steckt. Also das im Vorfeld nochmal einen kleinen Workshop oder irgendwie was zu machen, das hilft sehr. So, DSGVO, denke ich mal, ist für alle ein Begriff. Und wir haben dieses Thema schon häufig gehabt und natürlich sind diese ganzen Tools, von denen wir jetzt hier reden, sind, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger schwierig für manche. Es ist aber so, dass da teilweise, es gibt keine richtig klare Richtlinie. Also es ist nicht so, dass man ganz klar sagen kann, das geht und das nicht, weil viele Unternehmen haben eben eine Unterscheidung zwischen wichtigen, also normalen Inhalten, sage ich jetzt mal, also die jetzt nicht Geheimhaltungsstufe sind und wirklich Geheimhaltungsstufe-Infos. Und da wird dann halt auch unterschieden. Und da muss man dann halt auch wirklich gucken, was, wie geht man mit den Sachen um. Und dann gehen wir noch zum letzten Punkt, Inhalte visualisieren. Ihr seht ja hier, also wir verwenden Mural, das ist hier dieses M, das rote. Es gibt aber auch Miro und Miro war früher Realtime Board. Wir hatten uns halt relativ früh auf Mural, auch zu Mural orientiert, weil damals war Realtime Board, als ich das getestet habe, noch nicht so gut. Mural hat da mehr geboten und die ganze Community verwendet es. Insofern war das unser Mittel der Wahl. Und das ist auch, ich sag mal, die haben leichte Unterschiede, aber die sind eigentlich relativ ähnlich. Was für uns ein großer Vorteil ist, ich habe Mural, ich habe einen Link. Habt ihr ja gerade gesehen, wir posten den rein. Ihr geht da direkt drauf. Ihr braucht euch jetzt nicht anmelden, braucht keinen Account. Das ist natürlich easy zum Arbeiten. Auch natürlich, ich sag mal, ganz, ganz basic geht auch Google Slides. Ja, da kann ich kollaborieren. Ist immer wichtig, dass mehrere Personen gleichzeitig an der gleichen Fläche arbeiten können. Das heißt, dass mehrere gleichzeitig was schreiben können zum Beispiel oder irgendwas bewegen können. Bei Teams gibt es ein Whiteboard. Das ist allerdings von der Funktionalität nicht ganz so ausgereift. Aber ich sag mal, für Basic-Funktionen, denke ich, funktioniert das auf jeden Fall. So, dann sind wir hier mit dem, ach genau, ich wollte euch noch kurz zeigen, warum man das überhaupt visualisiert oder was so ein typisches Projekt jetzt mal auch bei uns, also hat jetzt nichts mit Design Sprint etc. zu tun, ist auch kein Workshop, sondern ist einfach ein Projekt. Wir haben aber bloß immer wieder dann mal was besprochen, dann haben wir gesagt, okay, dann sammelt mal Infos, dann haben wir einfach Sachen reingepackt, dann haben wir mal priorisiert, also wir haben im Prinzip mehrfach daran gearbeitet und das Schöne ist daran, ich kann die Links rein stellen, mache dann Doppelklick drauf, dann geht die Seite auf. Ich kann Fotos reinstellen, ich kann aber auch dann Dinge priorisieren, wie wir das hier oben gemacht haben. Ich kann dann auch mit Farben dann signalisieren, wer jetzt dafür zuständig ist und so weiter. So, das war es jetzt hier für den Part und jetzt kommt, jetzt mache ich piep, 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 genau, die Uhr ist abgelaufen. Jetzt kommt noch das Thema digitaler Arbeitsplatz und ich hoffe, dass ihr schon ganz viele Fragen, ich sehe hier schon ein paar in Q&A, also entweder schreibt ihr, falls ihr da seid, dürft ihr da gern was draufschreiben oder schreibt es in den Chat rein oder wie gesagt, sagt es nachher. Wir haben jetzt noch ein kurz das Thema digitaler Arbeitsplatz, wie es für uns jetzt gerade aussieht. Das hat letzte Woche noch anders ausgesehen hier, also ich sag mal so softwaremäßig. Hardware ist sowieso, ob jetzt PC, Mac oder so, ist jetzt mal völlig egal. Aber wir verwenden eben Zoom, wir verwenden Mural, wir verwenden Slack und G Suite natürlich auch, Termin etc. Aber das ist jetzt mal so nebenbei. Also das sind so, mit den Dingen kann man schon mal wirklich viel anfangen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt andere Dinge habt, versucht nicht einfach jetzt die neuesten Sachen zu nehmen oder das, was wir jetzt haben, wenn ihr schon mit was anderem gut arbeiten könnt. Oder nehmt zumindest mal nur ein neues dazu, das ihr einfach mal testet. Ganz wichtig ist auch das Thema Social Media. Wir haben zum Beispiel am Montagabend den Olli Ewinger dabei gehabt. Der hat den Twitter-Chat mit betreut, mit der Katja zusammen und dann auch ausgewertet. Das war echt sehr fantastisch. Und ich weiß, dass da auch ganz viel zum Thema Learning, Twitter-Learning und so weiter passiert. Man teilt sich gegenseitig Dinge und so weiter. Also schon sehr auch persönlich, aber auch Gruppe.
Und auch auf LinkedIn wird es jetzt auch immer, würde ich mal sagen, geht es von dem Business auch so ein bisschen in dieses Kollaborative rein, dass man sich Dinge teilt und auch in Artikel schreibt und das Leuten dann, wenn sie irgendwas sehen, dann jemand taggen, wo sie denken, oh, das ist für den jetzt interessant. Also es ist auch sehr kollaborativ geworden und es gibt auch viele Lernplattformen. Das heißt, für uns ist zum Beispiel gerade auch ein Thema, dass man Social Media mäßig irgendwie auch versucht, miteinander in Kontakt zu bleiben oder auch anderen zu helfen und die Sachen zu teilen und auch natürlich über Lernplattformen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch den Kids gesagt, jeder soll noch eine zusätzliche Sache lernen. Ja, da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten. Und ich sage es also gerade mal so, bei uns war jetzt gestern Abend und heute das Thema so, wie organisieren wir uns? Ja, also wir brauchen irgendeinen Plan, einen neuen Stundenplan. Also die Ella, die ist 8, die hatten ihren eigenen Stundenplan geschrieben und da haben wir dann gedacht, ach ja, Ella, such dir doch auch noch neue Fächer aus. Und das hat sie so motiviert, neue Fächer zu suchen. Die hat sich dann irgendwas Future, also Zukunft und Glück, das hat sie irgendwo mal aufgeschnappt, Glück ausgesucht und natürlich auch so Sachen wie Basteln und so, aber und auch Deutsch und Mathe. Aber ich sag mal nur, das war irgendwie toll und so kann man die ein bisschen mitnehmen. Und einfach, ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man Familie hat, man arbeitet jetzt zusammen zu Hause, dass man einfach die integriert. Also zumindest mal zeigt, hey, das mache ich, mal probieren lassen und so. Möglichst nicht jetzt einfach nur draußen halten, sondern ich glaube, da muss das Verständnis irgendwie da sein. Katja, magst du noch was dazu sagen? Nein, also ich kann das alles nur bestätigen und ergänzen. Was ganz toll ist, ist, meine Tochter hat jetzt gestern Abend war das noch, auf Mural einen Stundenplan für die ganze Familie erstellt. Das heißt, ich habe ihr kurz in einer Viertelstunde erklärt, die wichtigsten Funktionen auf Mural. Sie hat das auch sofort umgesetzt, hat uns jetzt allen einen Plan erstellt. Jeder hat eine andere Farbe von Post-it und muss da jetzt jeden Tag reinschreiben, wann er wo ist. Bei uns gibt es relativ begrenzte Ressourcen. Das heißt, es hat nicht jeder ein eigenes digitales Gerät, aber von jedem Kind wird natürlich jetzt plötzlich erwartet, digital zu arbeiten für die Schule. Das heißt, bei uns gibt es hier wirklich, müssen wir uns abwechseln an den Geräten und deswegen ist die Planung das A und O. Und ich finde es super toll, wie die Kinder jetzt eben auch die Möglichkeit haben, da ganz schnell auf die digitalen Medien umzusteigen. Und ich bin sehr gespannt, was wir alle dann für die Zukunft da beibehalten können und mitnehmen. Da würde ich noch eins dazu ergänzen, und zwar manche, also wie zum Beispiel die Ella, die bekommen nur Blätter. Also die sind gar noch nicht richtig eingestellt, also auch bei unserem Größeren nicht, vom Gymi auch noch nicht. Das heißt eigentlich so, meine Intention war es eigentlich, die sollen irgendwie jetzt auch lernen, wie das geht, auch wenn sie es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Also wir sind eigentlich jetzt drei, haben jetzt drei hier, die eigentlich bloß Lernblätter haben, also noch keine richtige digitale Kommunikation. Aber ja, das wäre schön, wenn die Kinder das auch lernen. Und tun sie auch bestimmt. So, jetzt würde ich einfach mal mit den Fragen starten. Was haben wir denn? Oh, jetzt haben wir aber viel. Gibt es Versionierung in Mural? Ich gehe mal oben. Gibt es das Chart zum Download? Ja, das gibt es. Also das, was wir jetzt hier machen, bekommt ihr als PDF. Ihr habt euch ja alle angemeldet, das bekommt ihr alle. Das GIF habe ich erstellt, indem ich einfach einen kleinen Film in Photoshop hochgeladen habe, als GIF exportiert habe. Und GIFs kann man bei Mural direkt einstellen. Ich kann natürlich auch Videos einstellen, im Sinne von, dass ich einen Link reinpacke, aber ein GIF kann ich direkt hochstellen. Auf Video verzichten, um Bandbreite zu schonen. Ja. Genau, wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal ist notwendig, aber Bandbreite ist dann eher, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Unterlagen, Ressourcen habe oder so, dass ich das dann nicht aufzeichne, wenn ich es nicht brauche. Das würde ich jetzt mal so verstehen. Wenn jetzt jemand da eine andere oder wenn es anders gemeint war, dann gerne auch sagen. Wie lange würdest du maximal einen gesamten Workshop planen mit Pausen? Ich nehme jetzt einfach mal den Design Sprint, der dauert ja normalerweise 4 Tage.
Und das sind 2 Tage Workshop. Normalerweise sind es einfach 2 ganze Tage. Die sind zwar nicht 8 Stunden, das sind eher dann 6 Stunden. Aber das machen wir natürlich jetzt auch wesentlich kürzer. Das heißt, wir sind in der Regel so 1,5 Stunden bis maximal 2 Stunden zusammen, haben da Pausen dazwischen, haben dann auch zwischen den Sessions vormittags, nachmittags Pausen, haben eben auch manche Übungen offline. Treffen uns dann wieder, stimmen dann ab drüber oder gucken es uns an und so weiter. Also gerade bei den Konzepten, die laufen komplett offline und werden dann hochgeladen. Also das funktioniert noch nicht, dass ich jetzt hier direkt male. Also ich brauche dann ein Papier und so weiter. Das macht dann jeder offline. Und insofern, sage ich mal, ist die effektive Zeit bestimmt um, weiß nicht, vielleicht 2/3 oder die Arbeitszeit. Aber ich habe halt drumherum noch eigentlich für uns fast noch ein bisschen mehr Vorbereitung, weil man muss genau gucken, was man wann macht. Und aber im Prinzip funktioniert das wunderbar. Ich muss halt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag Workshop habe und ich mache vormittags, nachmittags, wäre es wichtig, auch wenn ich drumherum noch Zeit habe, dass ich das wirklich den Fokus für die ganzen Teilnehmer an dem Tag nur darauf habe. Also nicht nebenher zwischendurch dann nochmal schnell ein Meeting machen oder nochmal ein ganz anderes Thema anfangen. Das ist dann schon wichtig. Muss man Bilder, Icons vorher erstellen, um diese zu nutzen? Ah, das, was ihr jetzt hier habt, also das können wir jetzt im Nachgang gern versuchen. Also wir haben hier unterschiedliche Quellen. Wir haben teilweise Sachen hochgeladen oder ich habe auch hier links Symbole. Ihr seht es vielleicht jetzt noch im Screen. Gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn ihr seht, diese Symbole hier links. Okay, super. Also ich habe zum Beispiel hier jetzt, nehme ich mal diese Birne, ja, oder hier das Feuer. Und die verwende ich hier einfach. Also die haben relativ viele Icons, da kann ich oben was eingeben und dann findet der Icons. Also die sind dann einfach schon mal fertig. Und ansonsten kann ich natürlich Bilder, Illustrationen etc. Reinnehmen. Aber ich sag mal direkt zeichnen drin, das kann ich, wenn ich will, aber das mache ich eigentlich jetzt nicht. Also ich kann hier zum Beispiel jetzt was zeichnen, aber das mache ich dann mit der Maus und so. Finde ich, ist ein bisschen schwierig, finde ich. So, was haben wir denn noch? Wie ist die Datensicherheit bei Mural? Also Datensicherheit im Sinne von Daten, dass die Daten sicher sind, so im Security-Issues von der Cloud, weil die Cloud in USA ist, oder datensicher im Sinne von, dass es nicht abstürzt und die Daten weg sind. Von wem kommt die Frage? Mag derjenige kurz was dazu sagen? Dann antworte ich jetzt mal, ich versuche mal beides zu beantworten. Also natürlich sind die in USA und wenn es natürlich Unternehmen gibt, die Server in USA dann ausschließen, dann wird es schwierig. Ansonsten, wenn man es andersrum sieht, die Daten, ob die sicher sind, ja, die sind, also die stürzt jetzt nicht ab und ist weg, sondern es schaut sofort, ich schreibe was drauf und ist sofort gesichert. Also ich muss es nicht nochmal extra sichern. Und ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt tatsächlich was habe, was für mich wichtig ist, dann kopiere ich das, ich mache eine PDF oder sichere mir das anders. In der Regel ist das so, dass das eher Workshops sind. Es sind so Momentaufnahmen oder es sind irgendwelche Projekte, wo es irgendein Resultat gibt und dann mache ich ein Archiv oder mache ein PDF daraus. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ansonsten gerne nochmal in den Chat oder so oder einfach hier sprechen. Gibt es Versionierung im Mural, wenn einer aus Versehen was verändert? Ja, da gibt's was, aber ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe das noch nicht verwendet. Hier ist es, Activity. Da kann ich dann sehen, wenn jemand was gemacht hat. Aber ob ich da zurückgehen kann, ich glaube nicht. Also ich habe es noch nicht verwendet. Ich würde mal sagen, nein. So, wenn ihr in Breakout Rooms arbeitet, wie aufwendig ist die Facilitation? Okay, also in Breakout Rooms, entweder die sind autark, also ich gebe dann, ich sage, okay, jetzt überlegt ihr euch das und das und das. Also in 10 Minuten einigt ihr euch, wie ihr das und das macht. Oder ihr einigt euch drauf, schreibt mal die größten Probleme auf und sucht dann eins aus. Und dann bekommen sie dann halt einfach, müssen sie Punkte kleben. Also so einfache Sachen können die dann für sich machen.
Es ist aber wichtig, dass genügend Facilitator dabei sind. Wenn es ein größerer Workshop ist, dann muss man schon mehrere Personen haben oder man kann dann, wenn man zu zweit ist, dann, ich sag mal, sich dann noch einklinken. Aber ich sag mal so ab, ja, ich würde mal so sagen, ab 20 Personen, also man sollte sowieso zu zweit sein, aber vielleicht so ab 20 vielleicht dann auch zu dritt oder zu viert. Und wie gesagt, wenn es jetzt nur so kurze Sessions sind, dann muss man da nicht für jede Gruppe noch einen Facilitator haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was wir noch nicht gemacht haben, aber was vielleicht auch kommt, einen Design Sprint parallel mit mehreren Gruppen machen, wo man sich dann vielleicht auch noch trifft. Ja, ich weiß nicht, das würde ich vielleicht dann so, sogar in verschiedenen Sessions machen. Also, dass jeder sein eigenes Mural hat. Aber wenn ich was Kollaboratives mache, dann würde ich schon auch für jede Gruppe einen Facilitator dazu nehmen. Wie gesagt, aber wenn es dann nur so um kleine Einheiten geht, dann können die miteinander selber sozusagen, die kriegen die Aufgabe, gehen in den Breakout Room, nach 10 Minuten hole ich die wieder zurück und dann präsentiert einer das Ergebnis. Das funktioniert auf jeden Fall. So, ich glaube, wir haben die Fragen hier beantwortet. Und jetzt möchte ich gern, dass einer von euch noch eine Frage stellt. Ich mache jetzt auch hier mal ich stoppe mal die Bildschirmfreigabe und wer hat eine Frage? Freiwillige vor oder muss ich jemand aussuchen? Thomas hier. Hi Sabrina. Du hast die Frage mit dem Versioning richtig. Also das, ich glaube, das ist nicht mit drin. Ich glaube, das gibt es noch nicht. Wird immer gefragt bei diesen Tools, dass man nachkontrollieren kann, welche Person in dem virtuellen Team hat was geändert. Ich, nach meinem Verständnis, ist genau wie du gesagt hast, ist es im Moment so noch nicht drin. Aber es ist auch wichtig, die Aktivität kann man nachverfolgen, aber man kann jetzt nicht zurückgehen auf eine Version, so wie es jetzt auf Jira oder so ist. Ja. Wer hatte noch eine Frage zur Kollaboration oder zum Remote-Workshop? Ich komme einmal. Ja. Hallo. Hi, okay. Ja, hier. Ich mache mal an. Ja, super, funktioniert. Hi. Super, okay, ich bin in der Küche. Meine Frage ist, wir haben sozusagen als Kunde hauptsächlich Führungskräfte und es geht sehr stark um vertrauliche Themen. Ich habe schon verstanden aus dem Chat, Skype ist nicht immer das Richtige. Momentan ist ja Skype auch stark überlastet wegen der Bandbreite. Jetzt wollte ich nur fragen, würdet ihr für diese vertrauliche Zielgruppe sozusagen und gleichzeitig auch wegen der Bandbreite was anderes als Skype empfehlen? Gerade auch, wenn man vielleicht Videokonferenz zumindest am Anfang machen möchte. Ich glaube nämlich, da kann man Zoom nicht nehmen, leider. Also, okay. Edgard habe ich jetzt GoToMeeting, also GoToMeeting und WebEx habe ich jetzt schon öfters in diesem Kontext gehört. Ich hatte jetzt noch keine vertraulichen Meetings, wo dann der Kunde darauf bestanden hat, das muss ein ganz spezielles Tool sein, aber ich weiß, dass WebEx eben in vielen, ich sage es mal, kritischeren Fällen verwendet wird. Also ich denke mal, das ist dann in dem Fall wahrscheinlich auch richtig. Oder GoToMeeting ist schon auch eher ein hochpreisigeres Corporate-Tool. Ja. Also GoToMeeting oder WebEx. Okay, dann gucke ich da nochmal. Und Teams braucht wahrscheinlich nicht weniger Bandbreite, oder? Das wäre nochmal... Also technisch muss ich ehrlich gestehen, kennt sich jemand hier mit Technik genau, aus, mit Bandbreiten? Ja, mal die Frage an die Gruppe. Ja, generell naja, du kannst auch die Auflösung. Dann mach weiter, ist okay. Also du kannst halt... Ah, sorry, ich halte die Klappe. Jetzt halte ich wirklich nicht mehr, sorry. Ihr könnt ja einfach beide was dazu antworten. Fang mal an, Jürgen. Genau. Also generell von der Bandbreite ist ja immer Frage des Hostings. Ich sag mal, was wir jetzt ja machen, ist ein Zoom-Call, der in der Cloud stattfindet. Das heißt, von meinem Standort aus brauche ich einmal die Bandbreite, die rausgeht zu der Instanz, wo wir uns zusammentreffen. Wenn wir jetzt ein Corporate-Netzwerk haben, wo die Verbindungsmechanismen innerhalb vom Unternehmen sind, dann muss man auf Bandbreiten mehr achten, weil der Zugang natürlich ganz anders aussieht, ne, als auf eine Cloud-Instanz. Und da denke ich mal, dann ist es auch eine Frage von der Auflösung. Wenn ich natürlich in Full HD
möchte, dann muss ich davon ausgehen, dass ich Minimum 2 MB benötige. Ne? Mhm. Danke, Herr Jürgen. Jasmin, du wolltest was sagen. Schön, dass du dabei bist. Danke, schon lange her, dass wir uns cool. gesehen Danke haben. Für mega lang. freut mich auch sehr, dass ich dabei sein kann und das Ganze auch nochmal von dir so mitbekomme. Bandbreite ist halt einfach das, die Sache, brauche ich nicht viel zu Thomas noch dazu machen. Die meisten sind zu Hause, das heißt, die greifen einmal mit ihrer eigenen Bandbreite, die sie eben zu Hause zur Verfügung haben, zu und dann kommt nochmal die Bandbreite des Nutzers, wo der Server steht, hinzu. Das heißt, dass da mal crashen kann, weil die noch nicht auf Last ausgelegt sind, kann durchaus möglich sein. Und gerade die zwei Sachen sind ab und an ein bisschen problematisch. Aber ja, das kann man so nicht sagen, dass man sagen kann, es bricht nicht. Also muss jeder für sich selber gucken, wo es passt und wo es nicht passt. Du kannst es nicht so krass vorherbestimmen. Du kannst halt sagen, okay, eben diese 2 Megabyte Bandbreite, die brauchst du Minimum. Und der Rest ist auch von den Servern abhängig, die bei den Firmen stehen. Wenn ihr zum Beispiel Teams benutzen, so wie wir oder Skype, bei uns ist es auch gecrashed, weil die Server das nicht gepackt haben. Ja, verstehe ich. Okay. Also aber das vielleicht heißt, noch man könnte über Cloud ausweichen, wenn es eben von der Vertraulichkeit her passt. Und da gucke ich mir jetzt mal das Itguard an, was jemand von euch hier reingeschrieben hat. Vielen Dank. Super. Du kannst ja auch auf Private Clouds gehen. Ja, okay, super. Genau, danke schön. Danke euch. Billy, Thomas hier, ich habe da noch einen Tipp, also da fällt, bist du noch da? Naja, solltest auf jeden Fall gucken, was das Unternehmen, wie vertraulich die Daten tatsächlich sind, welche Vertraulichkeitsstufen das Unternehmen da hat und was wo geshared werden darf. Agilität ist gut, auf der einen Seite auch, und Lösungen zu finden und die Kommunikation zu halten, auf der anderen Seite hat das Unternehmen und der Konzern, was auch immer, bestimmte Regularien und bestimmte Themen und wenn du diese Sachen erkennst, würde ich solche Sachen ansprechen und dann das richtige Tool in Abstimmung mit der IT suchen. Und manchmal, ja, tun ist besser als nichts tun, aber da gibt es halt Verschiedenheiten. Ich hätte noch eine Idee. Die sollen einfach Codeworte verwenden für irgendwelche Geheimthemen. Ja, ich habe noch einfach machen. Ich habe noch einen Tipp bekommen, und zwar, wenn man sich zu Hause einwählt, dann ist zumindest bei unserem Unternehmen so, man kann sich entweder über EMEA einwählen oder über den APAC Singapur oder USA. Und wenn man jetzt zum Beispiel während unseres Vormittags sich über den APAC USA einwählt, dann hilft man auch ein Stück weit, wenn ich es richtig verstanden habe, den IT-Lern, dass es keine Überlastung gibt. Wow, das ist ja echt super spannend. Ja, das ist eine tolle Info, danke. Ja. Ich sage mal, meistens kommt das Thema, was du gerade gesagt hast, von dem Thema VPN-Zugang im Unternehmen. Ne? Viele VPNs, weil wir viel über UDP-Traffic reden, was wir hier machen. Das ist bei vielen VPN-Devices reduziert generell. Also das hat keiner eingeschaltet, sondern eine Standardimplementierung von VPN auf UDP-Traffic. Und wenn da keiner nach regelt, dann komme ich genau in die Probleme, dass ich relativ schnell an eine Schmerzgrenze von dem System komme. Ne? Ich würde jetzt, falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gern in den Chat rein, aber ich würde jetzt gern, wer noch Lust hat, eine kurze Session in dem Mural machen, wo wir einfach ein bisschen rumprobieren. Also würde ich einfach sagen, wer dabei bleiben will, wir teilen jetzt nochmal den Link. Ich glaube, Katja hat den nochmal geteilt. Ihr könnt ja einfach derjenige, der drin rein möchte, aber den Link nicht hat, kurz Meldung machen, weil dann geben wir ihn euch nochmal. Ansonsten sehe ich da, dass einige drin sind. Dann würde ich jetzt hier einfach mal loslegen. Unten mache ich mal, also ihr könnt jetzt unten, seht ihr diese runden Buttons, also was weiß ich, Anonymous Goat, ihr seht Katjas und mein Gesicht. Wenn ihr da einfach auf euer Symbol klickt und dann quasi mir folgt, oder nee, auf meins klickt und einfach sagt Follow, dann könnt ihr mir folgen. Dann, ich bin nämlich jetzt rechts unten in der Ecke. Also ich kann dann so auch, genau, der anonyme Fisch folgt mir.
So, und dann würde ich einfach sagen, soll jeder von euch mal ein Post-it kleben und zwar einfach nur Doppelklick auf das Weiße. Und dann schreibt ihr bloß euren Namen mal rein. Also ich mache es mal vor, ich mache hier einfach Doppelklick und schreibe jetzt hier Sabrina. Macht's mal da so neben mich, einfach Doppelklick und hängt's mal hier so in diese, so um mich rum. Genau. Und schiebt es mal ein bisschen höher, so zu mir. Super. Und jetzt habt ihr ja ein anderes Post-it. Carsten hat das Gelbe. Genau. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach das Post-it auch in der Farbe ändern, indem ihr einmal draufklickt. Okay, Carsten hat es schon verstanden. So, dann würde ich euch bitten, mal links in dieser Leiste seht ihr ja das Icons. Das ist das dritte von oben, Icons. Wenn ihr da aufklappt, dann geht so diese Leiste. Ich teile, glaube ich, nochmal schnell den Bildschirm. Dann ist es einfacher für euch oder für mich zu erklären. Dann zeige ich einfach drauf. So, seht ihr alle den Bildschirm? Macht nochmal die Thumbs up, wenn ihr seht. Danke. So, also, wir haben jetzt hier den, genau, Jürgen ist da, Carsten ist da. Wer ist noch da? So, schreibt einfach mal euren Doppelklick und deinen Namen reinschreiben. So, jetzt könnt ihr hier links diese Icons öffnen und dann sucht ihr euch jetzt ein Icon. Ihr könnt zum Beispiel jetzt People hier eingeben, dann habt ihr verschiedene People oder ihr gebt ein zum Beispiel Female. Oder Woman oder Man, je nachdem. Dann sucht euch mal einfach so ein Icon aus hier. So, ich nehme jetzt mal hier ein Icon, setze ich mal einfach zu meinem Post-it dazu. Genau, das könnt ihr auch ein bisschen vergrößern. So. Dann fände ich es jetzt super, wenn ihr, das ist jetzt dann schon ein bisschen aufwendiger, aber funktioniert auch super, wenn ihr kurz ein Bild macht mit eurem Handy zum Fenster raus, wie es bei euch gerade aussieht. Und dann nehmt ihr das Handy, ladet es auf euren Rechner und könnt es hier dann hochladen. Also Import Image. So, ich habe es jetzt auf meinen Rechner geladen. Ich importiere jetzt, ich habe wahrscheinlich bloß wieder das falsche Format. Mein Handy macht nicht das richtige Format. Ich muss es noch kurz umwandeln. Das mache ich auch. So, ich sichere jetzt gerade hier, weil ich muss mein Bild noch umwandeln, weil mein Handy jetzt gerade ein anderes Format hat, das jetzt das ich nicht einsetzen kann. Ich habe eine falsche Handy-Einstellung hier. So, wer macht jetzt noch so ein Bild? Wer lädt sein Bild hoch? So, ich habe jetzt ein Bild hier aus meinem Fenster. Wie sieht es bei euch aus? Klappt das bei euch? Braucht noch jemand Hilfestellung für das Foto? Also einfach mit dem Handy. Das Handy dann, also es gibt auch die Möglichkeit es gibt eine App von Mural, da kann ich das direkt machen. Aber das ist jetzt so kompliziert, noch die App runterzuladen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Ein kleiner Trick, wenn ihr jetzt ladet, macht doch einfach einen Screenshot, nehmt irgendein Foto aus dem Internet oder von Unsplash und macht einen Screenshot und ladet den Screenshot hoch.
Ihr könnt es jetzt auch einfach parallel dazu machen. Wir machen jetzt mal noch weiter. Ah, super. Da kommt ein Foto von Carsten. Sehr schön. Ah, Carsten. Bist du aus Frankfurt? Ich glaube, wir kennen uns von LinkedIn. Zumindest kommt mir das Foto bekannt vor. Okay, was ich euch gerne noch zeigen möchte, das ist die, weil wir alles auch immer timeboxed machen, das habe ich jetzt nicht timeboxed gemacht, weil ich euch einfach mal ein bisschen spielen lassen möchte, aber jetzt lasst uns einfach mal ein paar Dinge aufschreiben, und zwar, was ist gerade im Moment eure größte Herausforderung? Wenn ihr jetzt, also völlig egal, was für ein Kontext, ihr sitzt jetzt da, die einen daheim, vielleicht ist auch einer noch irgendwo in einem Büro, also wir sitzen ja auch im Büro, aber es ist halt niemand mehr da. Ihr seid jetzt da und jeder hat ja so seine Schwierigkeiten. Schreibt mal einfach zwei, drei Schwierigkeiten auf, und zwar einfach hier rechts daneben. Seht ihr da mein Post-it? Machen wir mal alle. Wieso kriege ich eigentlich immer die blauen? Ich mache es jetzt mal. So. Ich mache euch hier mal ein paar Post-its hin. Seht ihr die? Also hier rechts von... Ah, super. Da ist noch ein Bild. Ja, aktuell dauert das ein bisschen. Es ist jetzt auch 15 Uhr, das heißt, die Amerikaner sind jetzt drin. Deswegen ist alles ein bisschen verlangsamt. Okay, gut. Also dann würde ich einfach sagen, ihr könnt das Bild auch nachher noch hochladen. Kommt mal alle hier auf diesen Bereich. Ihr seht es ja hier, ja, da wo diese gelben Post-its sind. So, und jetzt schreibt jeder einfach mal auf, was ist gerade so seine größte Herausforderung. Sei das jetzt mit der Technik, sei das jetzt mit der Planung, sei das jetzt mit, was weiß ich, er kriegt kein Toilettenpapier mehr. Gibt es ja teilweise auch Probleme. So, schreibt einfach mal ein paar Sachen auf, und das mache ich jetzt timeboxed. Also wenn ihr alle jetzt da was schreibt, ich mache jetzt 3 Minuten. Ihr seht hier den Timer auch laufen. So, noch 1,5 Minuten.
Okay, noch 40 Sekunden. Und was ich jetzt normalerweise mache mit meiner echten Uhr, nämlich, dass ich dann so ein bisschen am Zeiger drehe, wieder ein bisschen Zeit dazu mache oder wegmache, das geht jetzt hier nicht, weil das sieht jeder. So. Aber ich würde jetzt einfach sagen, wir sortieren das jetzt. Also das heißt, alle, die jetzt hier auf dem Online-Board sind, die sortieren jetzt mal diese Schwierigkeiten. Einfach so ein bisschen in eine Struktur bringen. Man kann entweder eine Kategorie drüber schreiben oder auch nicht. Einfach so ein bisschen clustern. Das heißt, ihr schiebt jetzt einfach, egal ob es eure sind oder nicht, schiebt einfach mal die Sachen so ein bisschen zusammen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier dieses, da ist so ein Feuer über dem runden Post-it. Das habe ich jetzt einfach gruppiert und dann kann man es zusammen verschieben. So, also jetzt seht ihr einfach hier mal so unterschiedliche Dinge. Also da seht ihr ja zum einen mal ist so die Kommunikation mit Kunden. Wir sind ja jetzt auch alle aus verschiedenen Bereichen. Also das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Perspektiven. Viel Dynamik in der Branche, was auch immer jetzt die Branche ist, ist ja mal egal. Das sind dann mehr so Dinge, Angebot umstellen, Anforderungen Schritt halten, ethisch korrektes Angebot, interessant. So, also das sind jetzt alles nochmal ein bisschen geclustert und ich kann jetzt, also wenn wir jetzt einen Workshop machen, nimmt man sich natürlich ein bisschen Vorbereitung und so weiter. Aber vom Prinzip her geht es halt einfach darum, wirklich alles mal aufzuschreiben und dass sozusagen jeder das sagen kann, was er denkt. Und die anderen sehen dann auch, was steht denn sonst noch alles da. Man kann ja viele gleiche Dinge auch aus unterschiedlichen Perspektiven angucken. Und dann ist der nächste Punkt, und das würde ich jetzt einfach mal machen. Wir machen jetzt mal noch eine kurze Voting-Session und dann machen wir eine kurze Feedback-Runde und dann sind wir auch schon durch. Also ich kann jetzt hier eine Voting-Session einrichten und dann könnt ihr, sobald ich das starte, könnt ihr nur noch Punkte machen. Das heißt, dann könnt ihr jetzt nichts mehr schreiben, aber ihr dürft auswählen. Und jetzt kommen natürlich auch alle, die jetzt hier drin sind, dürfen mitwählen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht aktiv dabei seid. So, und ich gebe jetzt jedem, ich gebe jetzt jedem 4 Punkte. So, und startet die Session. Und jetzt dürft ihr entweder 4 Punkte auf 1 klicken, wenn ihr wollt, oder ihr verteilt die. Und gebe euch jetzt 1 Minute dafür. So, das heißt, jetzt ist die, jetzt wird priorisiert. Das, wo ihr denkt, das ist eigentlich so die größte Herausforderung momentan für euch, was ihr als Wichtigstes seht, da klickt ihr jetzt einfach mal drauf. So, und ich sehe jetzt auch hier, also ich kann zum Beispiel jetzt hier gucken oder jeder kann gucken,
wer alles wählt. Also das heißt, sind mehrere jetzt eingeloggt, die machen aber jetzt nicht alle mit. Aber jetzt kann wer auch immer jetzt hier einfach mitklicken. Ihr seht, die meisten haben jetzt schon, sind noch zwei, Anonymous Cow und, also Anonymous Cow. Müsst ihr jetzt noch einen vergeben, weil die Zeit ist um und ich kann dann die Voting Session beenden. So, jetzt sind alle fertig. Ich beende jetzt. So, und dann seht ihr immer noch mein Screen. Könnt ihr gerade noch mal Thumbs up für, ihr seht mein Screen? Okay, gut. Also dann seht ihr jetzt auch das Voting-Resultat. Also ihr seht jetzt, wer das priorisiert, wer, also nicht wer, welche Person, sondern ihr seht, wie viele jetzt auf was gewählt haben. Und jetzt sehen wir hier, dass das Thema Aufträge werden verschoben, so als das Schwierigste oder die größte Herausforderung von der, ich sage jetzt mal, der Gesamtheit angesehen wird. Das andere Thema Angebot umstellen und dann noch so das Thema viel Dynamik in der Branche, Kundenkommunikation und so weiter. Und wenn ich das jetzt wegklicke, dann seht ihr hier die Punkte da dran. Okay, irgendjemand sortiert es schon, das ist super. Das heißt, wir machen dann im Anschluss immer so eine Pyramide, wo man dann einfach gleich sieht, okay, das ist jetzt so die Sortierung, das aktuelle Bild, das sich jetzt hier ergibt. Und das Bild ist natürlich immer anders, je nachdem, wen ich in der Session drin habe, je nachdem, ich sag mal, in der Woche sieht es vielleicht wieder anders aus. Vor einer Woche hätte das auch anders ausgesehen. Das ist so eine Momentaufnahme. Und so kann man jetzt einfach generell wieder weitermachen. Also das heißt, ich kann ganz normal jetzt auch, würde ich jetzt eine How Might We-Frage auf den Aufträge werden verschoben. Das würde ich jetzt gerade noch machen, so als letzten Punkt. Da würden wir jetzt eine How Might We-Frage daraus machen. Das heißt, wir formulieren, dass Aufträge werden verschoben, diese Herausforderung, um in eine Wie können wir-Frage. How Might We ist Englisch, heißt auf Deutsch, wie können wir und impliziert eine positive Formulierung dafür. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Wir müssen nur gucken, wie sie aussieht. Und vor allem das Wir, das heißt wir in der Gruppe hier, wir finden da eine Lösung dafür. Also ich schreibe jetzt mal, wir kürzen das immer ab mit WKW. Moment. So. Wie können wir WKW? So, und jetzt haben wir schon eine Herausforderung, weil jetzt könnte man zum Beispiel sagen, Aufträge werden verschoben. Wie können wir dafür sorgen, dass die Aufträge nicht verschoben werden? Man könnte aber auch sagen, wie können wir dafür sorgen, neue Aufträge zu generieren? Wir könnten auch zum Beispiel das so formulieren, wie können wir die Aufträge behalten. Also ihr seht jetzt schon, es gibt verschiedene, je nachdem, wie ich es formuliere, ergeben sich wieder unterschiedliche Antworten. Und da muss ich dann jetzt in dem Fall die Gruppe tatsächlich drauf konzentrieren, also einfach drauf, also verbal dann einigen, wie die Fragestellung dann aussieht. Ich schreibe jetzt einfach mal, wie ich es jetzt interpretieren würde. Wie können wir die Aufträge trotz aktueller Situation, ups, richtig schreiben, Situation abwickeln. So, also das heißt, wie können wir trotzdem diese Aufträge machen? Ja, also das wäre jetzt mal so meine Interpretation. Das könnte jetzt aber sein, wenn die Gruppe das anders sieht, dann wird man halt darüber sprechen und das dann halt umformulieren. Weil, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ah, da kommt was, vielen Dank, super. Wie können wir den Kunden überzeugen, den aktuell für die aktuelle Situation umzuwidmen? Ja. Und ihr seht jetzt schon, je nachdem, oder wenn ich zum Beispiel sage, wie können wir neue Aufträge gewinnen, je nachdem, wie ich das formuliere, ergeben sich unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege wieder daraus. So, und jetzt würde ich einfach mal die Bildschirmsharing stoppen und würde jetzt noch eine kurze Feedback-Runde, okay, jetzt sind wir auch ein bisschen weniger, sehr schön, einfach ein kurzes Statement, kurzes Feedback von allen, die jetzt noch da sind. Sagen wir mal 30 Sekunden, wäre mega.
Ich fange einfach, ich gebe jetzt einfach mal weiter an, ich sehe jetzt hier einfach den Nächsten, der jetzt hier neben mir ist, Thomas. Okay, Jürgen, du hast dich gerade eingeschaltet, dann mach du mal und du gibst dann halt weiter an den Nächsten. Ich mach mal okay. 30 Sekunden. Also ich fand es sehr klasse, vor allem sag mal auch das, was da nebenher im Chat laufen ist, dass man die Offenheit hat, dass man sich austauscht, dass man viele Informationen von anderen kriegt, wo die in der Situation sind, was für Fragen auflaufen, was jedem helfen kann, ich sag mal auch sein Set dementsprechend rauszunehmen. Ne? Ich würde weitergeben an den Thomas. Hi. Danke. Ja, ich fand es klasse, im Endeffekt sich gegenseitig zu helfen und dann unterschiedlichen Personen, die unterschiedliche Herausforderungen haben, die Informationen zu teilen und vielleicht weiterzuhelfen. Gut gemacht, ups. Super. Weiter so. An wen gibst du weiter? Konrad. Konrad. Du musst dich noch unmuten. Ich mache dir mal das Audio ein. Ah, nee, geht gar nicht. Also zur Info, jetzt klappt's. Danke. Also großartig, wie immer. Ich gucke ja immer zu aus der zweiten Reihe und finde es klasse, was ihr macht. Und ich habe immer wieder eine neue Einsicht, eine neue Insight. Und das Plural finde ich super. Das werde ich einsetzen. Kurz noch ein Input zu, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit IT Guard, allerdings ist es die Alternative zu Google Cloud und zu Skype Direct Messenger und zu praktisch so eine Sealed Cloud, versiegelte Cloud sozusagen. Eigentlich für Projekte, wo ich so selten dann disclose musste und das hat sehr gut funktioniert. Da ist halt jetzt nicht diese Workshop-Ebene da, aber für praktisch Daten hinterlegen und Direct Messaging ist mal richtig so ein Forschungsprojekt ist und so. Genau. Okay. Ja. Aber super. Vielen Dank, Katja und Sabine. Danke. An wen gibst du weiter? Wen haben wir noch nicht? Andi? Mhm. Andi? Okay, falls Andi nicht möchte, dann ich sehe noch als Video den Carsten. Ja, hallo. Ich bin tatsächlich aus Frankfurt, richtig geraten. ja, ich fand es super kompakt zusammengefasst, sehr hilfreich und auch klasse, dass ihr nochmal Moral ein bisschen gezeigt habe, weil da habe ich schon länger nicht mehr drin gearbeitet. Ich bin in der anderen Welt unterwegs. Mhm. Insofern super klasse. Ja, du kommst jetzt einfach in die Welt auch rein. Wir gehen jetzt alle in die Welt. Ich hoffe, wahrscheinlich mit beiden arbeiten können. Irgendwie. Ja, genau.